So, da hinten Geier. Entweder was Großes und dann gibt es ein bisschen Loot oder... Oh, hier ist ein Nest. Ein Pokal. Und ein toter Morkon. Schwarzen Lotus. Ja, sonst hat er nichts dabei. Was hat der da? Kristall. Golderz. Ach, das waren doch schon die Geier hier. Na toll. Und nochmal zwei Arschfresse. Fresse. Kommt doch mit. Kommt doch mit. 105 Erfahrung krieg ich für so ein Mistvieh. Wow. War schon ein krasser Beitrag. So, Marc. Ah, das ist hier. Okay, da war ich schon. Und da ist der Teleporter. Der hat es sehr schwer. Und den hol ich mir gleich. Hui. Oh, ein Pilz. Noch ein Pilz. Setzerbrot, ne? Ja, Digi. Warum man das Setzerbrot heißt. Willst du jetzt prügeln oder darf ich jetzt aufsammeln? Okay. Hope ist Schnauze. Ja. Noch so ein Vieh. 105 Erfahrung lohnt sich schon, ne? Ja, noch so eine kleine Wiese. Mistmale, oder? Schnauze du halten. Schnauze halten du musst. Große Yoda-Weisheit. Schnauze halten du musst. Okay. Aber so wirklich Spannendes ist jetzt auch nicht, ne? Was ist das? Eine Brücke oder was, glaube ich. Okay, bis wo müssten wir denn... Ja, okay, bis hier ungefähr, ne? Ich weiß auch nicht, warum das hier in der Stadtumgebung so scheiße karg aussieht. Müsste eigentlich eher hier so der Fall sein, aber ich meine, gut, das war ja alles mal Wüste. Das meiste davon. Ich meine, die Berserker sollten sich vielleicht mal ein Weltenherz in die Stadt bauen. So. Vielleicht. Ich meine, klar, Stadt, aber warum muss das so scheiße aussehen? Aber. Erstmal runterfallen. Ich glaube, mehr. Oh, da hinten ist noch was. Die Elex. Wie sehe ich bis hier die Order? Und ein Zeltplatz. Oder so, da wohnt sogar jemand. Ja, Räubers, ne? Das sind Räubers. Okay, warte. Ja, Los Banditos, warte. Und glaube ich noch zwei. Tschüss. Ich steh dir bei. So, steh mal. Oh, die stehen glaube ich wieder auf, ne? Dir reicht's. Oh, die sind aber aggro. Aua. So, jetzt zu dir. Ich muss auch angreifen, sonst wird das nichts. Okay, dann wird's halt nichts. 536, Alter, die mussten aber... Ich glaube, die hatten ein relativ hohes Level, ne? Die waren... Heieiei. Welche Doppelläufige? Auch noch ein paar Blechschleudern. Hinterher sind auch noch mehr Banditen. Und die sind hier eigentlich gut eingerichtet, sag ich mal, ne? So abseits von allem. Ein paar Zelten und dann komme ich ja her und niete die um. Weil ich so voll der Ehrenmann bin. Ich meine, ich wollte eigentlich nur das Elex haben. Bin eigentlich nicht besser als so ein... Ah, okay. Die haben hier einen Morgon getötet, der hier eigentlich gewohnt hat. Ich wollte eigentlich nur das Elex haben. Also wenn die mich nicht angegriffen hätten, dann hätte ich mir überlegen können, dass die vielleicht leben bleiben. Aber es schießt ja immer alles auf dich. Ist wie bei Bethesda-Spielen, zumindest bei Fallout 4.
ne? Ich frage mich bis heute, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ich frage mich bis heute, wie die Raider in Fallout 4 so große Gruppen bilden konnten, wenn die gleich auf alle schießen, was sich denen auch nur im geringsten annähert. Das verstehe ich bis heute nicht. Weil was ist denn, wenn ich jetzt zum Beispiel in Fallout 4 gesagt hätte, ja, ich will ein Raider sein. Ich habe gar keine Möglichkeit gehabt, weil die ja sofort auf mich losgegangen sind. Also ich musste mich ja ständig wehren und alle töten. Ich hatte ja gar keine Wahl. Weil die einfach sofort auf mich losgegangen sind. So, ich glaube, das... Boah, diese Wandertour, was war denn das da? Hier war ich noch nicht. Und das hier oben sieht interessant aus. Ich glaube, da möchte ich mal versuchen, rüber zu fliegen. Aber vorher gucken wir erstmal hier unten. Gucken wir ein paar Blut klauen. Ein paar arme kleine. Komm her. Easy. Okay, hier waren wir auch noch nicht. Da sind auch noch ein paar Viechers. Ja, okay. Ich meine, wir kommen hier eh nochmal her, weil das Ding da hinten in den Himmel leuchtet. Ich bin gespannt, wie der Teil hier endet. Aber ich habe so das Gefühl, die Infektion werden wir, glaube ich, nicht in den Griff kriegen. Also bin ich glaubend. Hast du den Wagen hier umgestoßen? Das ist ja wohl eine bodenlose Frechheit, was du hier machst. Ich glaube, das hackt. Du kannst doch nicht einfach den Wagen hier umstoßen, du. Du dumme Sau. Kleiner Elex-Trank. Haben wir auch schon lange nicht mehr gefunden. Und Knoblauchbrot. Geil, Elex. Schön, dass es keine Auswirkungen mehr hat. Und interessant ist auch, dass diese... Wenn wir diese Attributstränke trinken, die ja nun mal mit dunklem Elex gemacht werden, rein theoretisch müssten wir uns doch dann eigentlich verwandeln, oder nicht? So nach und nach in so ein Skyaniden. Wahrscheinlich sind wir immer noch zu wildstark. Was bist du denn? Du siehst so anders aus. Täuscht das? Das täuscht. Hey, bin hier. Sturmi. Was war das denn? Ein Schuss? Ach, natürlich ist er ganz abgestürzt. Das war gerade ein Schuss, Alter. Habe ich noch nie erlebt. Habe ich noch nie gesehen, habe ich das. Faszinierend. So, da hinten, das da sieht aus wie eine Brücke zum Hochgehen. Oder zum Runterfallen. Ich glaube, da war ich auch noch nicht. Da muss ich mal kicken. Ist hier ein bisschen was los? Irgendwo. Halt. Ach so, einer. Und den guten Thorald, den finden wir gar nicht mehr wieder, ne? Das sieht sehr speziell aus. Ich glaube, da brauche ich die Schrotflinte für. Auch noch hier geht. Na gut, so speziell dann doch nicht. Ich höre irgendwie was Merkwürdiges hier. Wo ist das Ding? Da. Schnauze. Hä? Was macht denn hier so komische Geräusche? Wo bin ich jetzt überhaupt? Oh, hier. War ich da schon mal? Ach ja, stimmt, hier war ich ja gerade eben schon mal. Oh, warte mal, kann ich gleich mal gucken. Da oben lungern auch noch irgendwas rum. Ja, ich weiß, wir haben Erfahrungspunkte und Lernpunkte. Kommt wohl auch noch zu.
Auch nur so ein Arschfresser. Warte. Mach ich gleich. So, irgendwo war die, ne? Nein, nur eine spitze Felskante. Ansonsten ist hier nix. I'm coming! Aua! Nein, die ist weit! Ich muss dich noch looten. Bleib hier! Los, war. So, jetzt können wir rein theoretisch mal gucken, ob da drüben das Urtier wieder da ist. Der Ort hier sah so special aus irgendwie. Ich hab mir jetzt irgendwie. Ich hab mit mehr Gegenwehr gerechnet als nur so ein. Oder Stalker. Irgendwie. Und ein paar Asseln. Der Ort hier, das sieht hier so special aus. Ich dachte, hier kommt mehr. Zumindest mit einem großen Vieh gerechnet und nicht mit so einem. Naja. Mini-Hayopai. So, was ist da unten neu gekommen? So ein blöder Kackwolf. Das Urtier war da hinten. Ist aber nicht neu gespawnt. Schön, wie die Sonne hier so durchscheint. Wo auch immer sie her. Wo auch immer sie her scheint gerade. Ich sehe sie nämlich nicht. Anscheinend geht die da in der Mitte irgendwo gerade auf. Wo ist denn die Sonne? Ich sehe die gar nicht. Sonne? Wo ist die denn? Da hinten. Die scheint durch den Berg durch oder was? Nee, eigentlich wahrscheinlich von da irgendwo. Ich gehe, glaube ich, gerade unter. Okay, dann runter auf die Straße. In angemessenem Maße. So, gucken wir mal, wo ich starten will. Ist hier. Ja, hier ist gut. Gut, dann laufen wir die einmal lang. Vielleicht finden wir noch irgendwas Interessantes oder ein Quest-Item oder irgend so ein Scheiß. Und aktivieren den Teleporter. So, komm her, du Vieh. Dankeschön. Wie viel Munition habe ich noch? 736. Ihr seht das, glaube ich, gar nicht, ne? Nee, ich sitze genau davor, deswegen sage ich das. Aber wenn ich mich auf die andere Seite setze, sitze ich halt auf dem Lebensbalken. Und auch so besitze ich ihn in den Ecken relativ im Weg. Ruckelt das? Sieht schon wieder aus, als ruckelt. Eine Aufnahme gerade, ne? Meine ich. Ich glaube nicht, oder? Ich lauf mal schneller. Ne. Dankeschön. Ich hab dich genau gehört, du Sau. Special-Trank? Nee, nur Heiltrank. Bäh. I, Heiltränke. Bäh. Geht, geht, geht. Hallo? Habe ich nicht sogar nochmal kritisiert? Oder, nee, ich habe zumindest, glaube ich, angesprochen, dass man kein Skill mehr hat, um. Kann den Heiltrank nicht mitnehmen. Scheiße. Dass es kein Skill mehr gibt, um alle Teleporter anzeigen zu lassen, ne? Und dann, ja. Jetzt gibt's ihn doch irgendwie. Ist halt nur ein schwerer Weg dahin. Vor allem auch ein weiter. Und auch ein Beschiss, ne? Aber wenn du nicht gerade im Passus 1 so spielst wie ich, dass du einfach mal komplett eskalierst, was das Spiel angeht. Und einfach alles machst und alles erkundest und die Hauptquests erstmal komplett außen vor lässt. Dann wärst du, glaube ich, auch nicht so stark, um dann schon Kartenstück 16 so früh zu holen. Wobei früh immer relativ ist. Ich habe halt auch, also wir haben jetzt auch fast 90 Stunden auf dem Tacho. Ich finde es immer doof, wenn es Quests gibt. Ich meine, so Longtime-Quests habe ich nichts gegen. Suchquests auch nicht. Aber sollte zumindest Wegelagerer und Dabro. Okay. Aber es sollte zumindest irgendwie, wenn du schon eine Quest dafür hast. Also Quests haben ist das eine, aber Quests ohne Markierung ist echt scheiße.
Das ist einfach so. Quests ohne Markierung sind einfach kacke. Und da musst du halt einfach googeln, weil ich meine, okay, ich glaube, wir hätten auch alle Kartenstücke so gefunden diesmal. Die waren gut platziert. Aber ist einfach kacke. Vor allem, wenn du nicht weißt, du brauchst die Kartenstücke für diese Quest. Also, die werden nicht als Feinde angezeigt. Könnten es aber gleich werden. Nicht am Berserker. Die wollen gleich eine Runde diskutieren, oder? Die Wegelagerer, die wollen bestimmt gleich kassieren. Ne, ist kein Berserker. Was hast du an? Was sind Morkons? Okay, easy. Klammer mir das hier mal auf, ne? Und noch mehr Elex. Keine Ahnung, was die hier für einen Auftrag haben. Wiegelagerer Morkon. Sieht ja eh auf Zerstörung aus. Einer von euch Idioten hat, glaube ich, einen Namen, ne? Ich komm gleich zu dem. Ich weiß nicht, ob ich den schon kenne. Vielleicht kenne ich den auch schon. Ah ja. Ich wollte, der sah gerade ganz merkwürdig aus von vorne. So, mit wem von euch muss ich denn hier reden? Das sind alles Morkons, ne? Wegelagerer. Warum lagern sie hier auf dem Weg? Wegelagerer. Du bist da wohl, ne? Jo. Okay, dann mal gucken. Stehen bleiben, Freundchen. Hier wird erstmal bezahlt. Wofür? Na, für die sichere Weiterreise. Wir werden auf dich Acht geben, wenn du hier vorbei willst. Dieser Service ist fast umsonst. 100 Elexit und du hast unsere Unterstützung. Ach ja. Und wenn ich mich dazu entschließe, dass ich euren Schutz gar nicht brauche? Das solltest du besser nicht tun. Wir wollen doch nicht, dass dir etwas passiert, oder? Her mit dem Zaster, sonst gibt's Fratzengeballer. Ich glaube, ich will hier gar nicht mehr vorbei. Ich bringe euch alle um, wenn ihr mich nicht vorbeilasst. Ja, das passt ungefähr, ne? Ich will aber auch keinen Ärger, ehrlich gesagt. Ich will keinen Ärger. Aber... Wer will denn hier Ärger? Wir wollen dir doch nur helfen, Freundchen. Ich kann dir das Geld nicht geben. Du hattest die Wahl, Freundchen. Jetzt werde ich dir leider meine dunkle Seite zeigen müssen. Dich hole ich mir! Aua. Die sind aber gut ausgestattet. Bist du noch dran? Und da hinten kriegt einfach gar nichts mit. Geiler Typ. Das war eine Quest, Quatzengeballer. Ja, ich... Eine kleine Geldkassette. Oh, eine Bleischleuder, sehr schön. Ja, easy. Den beschädigter Großbogen und jetzt wird's dunkel. Doppelter Schaden von hinten, ne? So nicht. Doch, genauso.
Vor allem, die belagern den Weg zum Krater, ne? Also nicht mal zu ihrer Stadt, glaube ich. Ja, zum Krater belagern die den Weg. Vollidioten. Wenn Dorf Baxter erfährt, dann muss ich dem wieder ins Gesicht schießen. Gut, Dabro war auch nicht wichtig. Oh, jetzt wird's aber. Oh, jetzt wird aber ganz schön dunkel. Ich sehe auch gar nichts mehr hier. Mach mal Licht an, die nichts bringt. Die Lampe, die gut, die nicht so gut leuchtet. Nächte sind immer so richtig anstrengend in solchen Spielen. So, ich glaube, wir sind jetzt einmal rum. Wieder bumm. Dann mache ich die Lampe aus. Reise zurück zur Bastion. Und schon ist wieder Tag. So, damit haben wir. Oh, wird gerade dunkel. Oh, schön hier, wie das aussieht, wie das alles leuchtet. Dann lass uns doch mal an die Fernwaffen gucken. Können wir hier. Können wir was basteln? Was war denn hier? Beschicht Fleisch oder? Oh ja, nice. Oh, müssen wir jetzt nicht zwei haben davon? 433, gar nicht so schlecht. Ein Sky End Blaster. Kann ich ein paar von machen. Mach ich auch mal ein paar von. Oh, hab ich. Ach, ich Idiot, hab ich gerade abgebrochen. Jetzt habe ich schon 7 davon, aber die kosten mich. Oh, dunkles Elex haben wir sehr viel. Wir können gleich ein paar Tränke bauen. Mehr kann ich hier nicht machen. Aber hatte ich nicht schon mal eine Bleischleuder gehabt? Oder habe ich die verkauft? 433 macht die. Warte. Lass mich mal kicken. Ist die besser oder schlechter? Hier erstmal den hier in den Hals. Die Bleischleude. Wo ist denn unser? Da. 407. Und die macht dann 433. Also ist eigentlich sogar besser. Brauche ich auch noch eine von. Beziehungsweise eine beschädigte. Die doppelläufige. Ein Lasergewehr. Oh, richtig Laser. Ich glaube, ich habe die Bleischleuder verkauft, ne? Weil ich doof bin. Den kann ich eigentlich ablegen, weil den brauche ich nicht. Den hänge. Ich benutze keine Zweihandwaffen außer Schrotflinten. Aus Gründen, weil die einfach zu langsam sind. Tue ich die mal weglagern. Und von den Sachen, Geschütz, Rakete, Geschütz, 5,95, 159, kann auch weg. Dosenöffner, ist das, Kanone, Kanone, Speer, Geschütz, Rakete und Granate haben wir auch. Kann ich denn aus den Waffen hier was basteln? Ich glaube nicht, ne? Nö. Okay, dann müsste ich mal wissen, wo ich die Bleischleuder verkauft habe. Aber erstmal machen wir Haier. Schönes Nickerschen. Eventuell. Ich sollte meine Kräfte besser einteilen. Warte, erstmal Tränke machen, ne? Sobald du die ersten DNA-Fragmente hast, komm wieder zu mir. Geh mir nicht auf Eier. Ich muss erstmal gucken, was ich machen muss. Umso schneller werde ich Ergebnisse bei meiner Forschung. Können erstmal Punkte ausgeben. Brauche ich da noch irgendwas Interessantes an Fähigkeiten hier? Schön, dass die Beschreibung so heftig ist. Vielleicht Feuerfaust, da müssen wir Berserker lernen. Lehrer sind billiger. Billiger. Ausdauer und Resistenz wäre noch gut. Ach, den Schaden von hinten haben wir gar nicht aktiviert. Hahaha. Ausdauer und Resistenz. Können wir hier Resistenz lernen? Nein. Resistenz können wir nur bei dem da lernen.
bevor ich mir Tränke mache. Und wir sind ja schon fast komplett ausgelevelt. Vielleicht besser die richtigen Tränke machen. Wobei es, glaube ich, fast nicht mehr notwendig ist, Tränke zu benutzen. So, Resistenz. Zack. Und dann brauche ich den Ausdauer. Hi-Opi. Zack. Wo lungert der rum? Ach, der ist auch hier. Was? Okay, cool. Wusste ich gar nicht. Ach, der bestimmt hier aus dem Dingens, ne? Ja, genau. Hühnchen. Einer. Oder einer. Was kannst du? Einer oder zweiner. Erstmal die Fähigkeit lernen. Und ja, sehe ich noch nicht. Und Regeneration, warte, ich gucke erstmal, vielleicht gibt es noch irgendwas anderes, was ich vorher lernen möchte. Als Regenerationsausdauer. Munition, Taschendiebstahl, brauche ich alles nicht. Was haben wir hier? Schlangenzunge. Könnte man machen. 5% Rabatt bei Händlern. Ja, ich kaufe nicht so oft bei Händlern, nur Munition. Ja, Flammbogen, Feuerfaust. Vielleicht Feuerfaust. Mana. Mana, Mana. Ja, ich weiß auch nicht. Vor allem jetzt muss ich erstmal heil irgendwie durchkommen. Mich hier scrollen kann. Der Schaden wird erhöht, der Schaden wird weiter erhöht. Die Zauber machen viel, maximal. Ich frage mich halt um wie viel. Wenn wir jetzt 75 haben. Mal gucken, wie viel es danach ist. Lass uns mal den Berserker machen. Wir können ja mal gucken. Ich weiß nicht, ich will wissen, ob es sich lohnt. Ein waschechter Erzberserker. Du hast es ziemlich schnell nach oben geschafft. Ich kenne Leute, die versuchen das bereits seit Jahren. Ich werde dir alles beibringen, was ich weiß. Sag Bescheid, wenn wir beginnen können. Ich war schon mal Erzberserker. Ist nichts Neues für mich. Wäre auch schön, wenn das hier angezeigt werden würde. 114. Oh, nicht schlecht. Das könnte sich noch lohnen, ne? Dann würde ich tatsächlich erstmal dann als nächstes auf die Berserkerfähigkeiten gehen. Mit Ausdauer haben wir eigentlich gar kein Problem. Von daher. Easy. Und der hier, glaube ich, genauso. 114. Ja, hat sich fast verdoppelt. Das waren, glaube ich, 75% müssten das circa sein. Das passt. Dann Attribute. Attributes. Ist eigentlich egal, wir haben so viele Attributspunkte. 56, das ist schon nicht wenig. Da würde ich dann erstmal gucken. Ich weiß nicht, was ich hierfür so brauche. Attributstechnisch. Intelligenz, Konstitution. Intelligenz, Konstitution.